So. Natürlich auch schön, dass wir auf der... Ja, wir haben wieder Hunger. Ist natürlich schön, dass wir auf dieser Minimap auch sehen, ob uns ein Creeper zu nahe kommt oder nicht. Und... Ja, ich dachte gerade, da kommt uns einer zu nahe, der ist aber nicht auf unserer Höhe. So, ich esse doch, glaube ich, mal die Brote. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. Und schnell rein damit. Müsste eigentlich reichen. So, hier noch ein Eisen rein. So, müsste eigentlich reichen, dass wir uns wieder ein bisschen hochheilen, oder? Knapp zu wenig. Ja, knapp zu wenig wohl. Machen wir uns erstmal noch eine Axt. So, dann müssen wir jetzt noch Eisen holen. Und dann gehen wir wieder zu den Bäumen hin. Und da ist auch schon Apfel. Und? Okay, das war eigentlich nicht Absicht, ist aber okay. Ein Apfel, so. Jetzt werden wir da heilen. So, was sagt die Zeit? Wir sind bei 41 Minuten und 53 Sekunden in der Aufnahme. So, dann haben wir ja wieder genug Folgen vorproduziert. Sehr schön. Und unser Upload ist auch in 10 Minuten fertig. Das freut mich auch. Wir haben wieder nichts geschafft in der Zeit, so ziemlich. Ja. Na, guck, wir stehen immer noch draußen und haben keine Hütte beim Kopf. Nur rumgepimmelt hier. So. Und Gold. Und das Eisen hier in die Kiste. Und was können wir noch in die Kiste tun? Das und das. Peridot und Saphire. Und Malachit. Das bringt jetzt alles wenig. Wir können das mal eben rausnehmen, dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Machen wir es nochmal. Nein, damit. Dann haben wir ein paar Leder und dann... Ist das schon mal schön? Pflanzen wir uns das nochmal an. Und wir schauen noch mal kurz nach Eiern. Was sagen denn unsere Hühner? 6 Eier, wo wahrscheinlich wieder nichts raus schlüpft. So. Toll. Ihr legt echt tolle Eier, ihr beiden. Ja, so. Nein, das Uran nehmen nicht. Wir sollten mal gucken, dass wir unsere Erze mal komplett geschmolzen kriegen. Da. Nein, das war nicht Absicht. Ich weiß, das ist eigentlich sehr schlau, was ich gerade mache. Aber Hauptsache, da tut sich mal was. So, wir wollten die Treppen ins Inventar nehmen. Die sind wahrscheinlich in einer Kiste. Da ist auch noch ein kackbraunes Schaf, sehe ich gerade. So, so, kackbraune Schafe sind also hier. Noch eins, genau. Das müsste fertig sein. Nein, das ist hier. Hatte ich nicht. Doch, hatte ich. Das war doch richtig. Habe ich mich wohl nur verklickt? So. Ein Pfeil ist hier auch noch. Was tun wir nun? Ja. Fällt ein, wir haben doch gar kein Kupfer gefunden, oder? Nö. Gibt's hier denn kein Kupfer? Wäre jetzt nicht so schön. Und das war ein Apfel. Das ist sehr schön. Na, ihr Schafe.
keine Ahnung, was ich damit machen kann. So. Ich sollte vielleicht mal eine effektive Zuckerrohrfarm machen. Und wir können dieses Gold Gravel Ore hier mal mitnehmen. Und der ganze Matsch hier, der muss weg. Und die Algen, da muss ich auch mal gucken, sonst ist hier hinterher das ganze Meer um die Insel herum voller Algen. Das möchten wir jetzt auch nicht. So. Kann ich denn irgendwo schon mal was reinschmeißen? Hier ist wieder frei. Nicht das Holz, sondern das Gold. Das Holz kommt eigentlich hier mal mit rein. Das Aluminium. Und ich die Samen. So. Ja, wir wollten das Ding zumachen, aber wo ist... Wo ist denn... überhaupt die Schlucht von der Schaf? Oh, da ist... Was ist denn da? Ja, das... Ich hab's gerade erwähnt, ne? Kupfer. Und Apatit. Apatit ist vollkommen nutzlos, oder? Noch ein Kupfer. So. Schwimmen. So. Kleines Schaf, willst du hier raus? Dann nimm diesen Weg hier. Da backt schon wieder der Shader vor sich hin. Aber immerhin, wie ich schon sagte, die Grafikbugs scheinen mir anscheinend los zu sein. Das ist auch schon mal ein großer Fortschritt. So, 1, 2. Alles schön, bitte massiv. Ja, einer fehlt, ja. So. Fällt auf, dass ich da gar keine XP für kriege, wenn die hier in diesem Ofen gebacken werden. Ist es halt so, kann ich mit leben. Okay. Das ist fertig, da können wir das Blei reinstecken. Das ist auch fertig. Kupfer. Für den Kupfer ist, für den Kupfer, für das Kupfer ist hier kein Platz mehr. Und ich sollte mich nochmal eben um unser Feld kümmern. Ich möchte es gerne ein wenig vergrößern. Und uns noch, ja, wo ist der Wassereimer? Der ist da drüben. Hier, bitte. Das, die tun wir mal zur Seite. Und hier ist noch ein bisschen Erde. Und hier auch, unsere Schaufel hält auch. Dann gehen wir nochmal da runter. Und kümmern uns nochmal um diese Feldgeschichte. Vielleicht graben wir das nochmal hier weg. So können wir es machen, ohne Schaden zu kriegen. Auch gut. So, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, wir machen das mal so, dass wir hier dann doch alles wegmachen. Ich werde hier einfach mal... hierhin. Ja, überleg dir, was du drücken willst.
Geht das so? Habe ich noch nie ausprobiert, muss ich zugeben. Zumindest nicht so. Da geht es nicht gut. Und hier geht es aber noch. Das heißt, da noch Wasser ist. Und es ist gerade wieder dunkel wird. Gehen wir nochmal schlafen. So, und hier rein. Dann nehmen wir mal. Dann nehmen wir nicht, dann machen wir mal neu. Eine neue Feldhacke. So. Und dann gehen wir wieder zurück. Und vergrößern unser Feld. Um ein kleines Stück. Indem wir einfach mal unsere Samen, die wir haben, ein wenig anders aufteilen. So. Der Canola-Kram kommt einfach mal auf die Seite. Ich weiß immer noch nicht, wozu es gut ist. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich vollkommen nutzlos für mich. So, hier hin alles voll machen wieder. Und hier auch. Und hier ebenfalls. Und dann setzen wir hier noch mal ein paar Seeds. So. Hier graben wir noch mal ein bisschen was weg. Ich weiß wirklich noch nicht, was ich mit den Algen überhaupt machen kann. Aber sie stören mich gerade ein wenig. Deswegen nehmen wir sie mal ein wenig weg. Und wir machen uns hier mal einen kleinen Weg. Ein bisschen Ordnung machen wir uns. Das Leben, das freut uns natürlich ungemein. Wir stehen ja total auf Leben, das hatte ich ja schon gesagt. So, das kann hier so bleiben, würde ich sagen. Dann machen wir es so. Nicht die schönstmögliche Variante, aber immerhin eine. Und ja. Hier mal ein bisschen Licht dran. Und da muss ich noch einen kleinen Schluck trinken. Was hier vielleicht noch fehlt, wäre ein bisschen Beleuchtung für das Feld. Und da müssen wir vielleicht nochmal hier ein bisschen drauf rumhüpfen. Gut, dass das gerade fertig ist, dann hüpfen wir hier nochmal rum. Und setzen hier nochmal Fackeln drauf. So. Genauso hier oben bei dem Schafsgehege. Dann machen wir es auch nochmal. Also, dass wir es ein wenig beleuchten. Und wir haben jetzt wieder genug Weizen anbei. Oder in der Tasche. 6 brauchen wir, das heißt, wir können wieder
2 Schafe produzieren. Und bei der Gelegenheit bauen wir uns nochmal einen Crafting Table. So. Den wir uns unten mal hier bei unserem Feld hinstellen. Na, wollen wir mal hier in die Ecke. Und dann bauen wir uns noch ein Stückchen Weg. Das war's mit der Schaufel, dann müssen wir per Hand weitermachen. Wir könnten natürlich auch uns eine neue craften gehen. So. Und wir holen uns gleich nochmal die Zäune und... die sind in der anderen Truhe, wie immer. Alles, was wir wollen, ist immer in der anderen Truhe. Das kennt man ja so. So. Und der Zaun kommt wieder weg. Dann habe ich euer Gehege mal ein klein wenig größer gemacht. Ich hoffe, ihr seid dankbar. Ja, mach weiter so. Und noch ein Stückchen zu essen, das ist auch gut. Und das ist fertig. Dann haben wir das und das. Dann haben wir wieder 3 Stück. Und können uns noch ein Brot machen. Das wird schnell gegessen. Der Eimer ist leer, sehe ich gerade. Den machen wir natürlich wieder voll. Dann sieht das ja schon mal aus, als ob wir uns langsam auf etwas zubewegen, auf einen Punkt, der so wirkt, als ob es was wird. So, und einfach mal machen wir jetzt auch noch Säule dran. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das nötig ist. Vor allen Dingen, das war wahrscheinlich nicht nötig. Das ist vollkommen unnötig, deswegen werden wir jetzt das Schafsgehege vergrößern. Nochmal. Die können aber abhauen, fällt mir auf. Nö. Darfst du nicht. Will ich nicht. Brauche ich nicht. Und das... Moment, jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. 5. So. Und? Bauen wir den mal im Bad ab, dann fällt direkt das Zaun drauf setzen können und hier an der Ecke setzen wir natürlich dann doch einen Zaun. Und hier an der Ecke machen wir folgendermaßen. So, Holz haben wir dabei? Nö, natürlich nicht. Aber hier sind ja nicht umsonst so viele Bäume. Da können wir uns mal eben ein wenig Holz schlagen. So, wunderbar. Und zurück zum kleinen Crafting Table. Und ein paar Sticks und wir machen uns ein weiteres Zauntor. Ist jetzt natürlich eher eine optische Geschichte, was ich hier tue. Wir brauchen übrigens 2 Zauntore. Da ist das Feld, da muss ich nicht hin. Und dann setzen wir hier nochmal
Zwei da drauf und hier oben auf die beiden Zahntore. Und wir haben hier so eine Art Glanztor, das zwar vollkommen sinnlos ist, aber zu unserem Feld führt. Ich könnte diese Ecken hier vielleicht noch steil machen, deswegen. Und auch nicht schlecht aussehen. So. Und ich glaube einfach nur aus reinem Selbstschutz. Ja, Sand muss weg. Machen wir auch nochmal zu. Und dann können wir hier natürlich nochmal das Feld ein kleines Stück vergrößern. In diesem Fall einmal komplett herum. Ich kann auch mal eine Kanone dahin. Und wir können natürlich nochmal ein paar Seeds erden, die jetzt auch wieder oben fertig geworden sind. So, da. Na komm, und hier. Und hier habe ich natürlich eine vergessen jetzt. So, wir haben wieder genug für ein Brötchen. So langsam muss ich sagen, so langsam wird es. Und wir gehen wieder zurück zu unserem Bett. Und legen uns da rein. Oh. So, das... So, aufgrund der Dinge, die ich gerade tue, des Herumhüpfens auf unseren Kisten und so weiter, ist einigen längeren Zuschauern schon klar, was wir wieder tun. Wir sind wieder am Ende unserer Aufnahme angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, natürlich, wie immer. Würde mich über Kommentare und einen Daumen nach oben freuen. Wunderbar wäre das. Und abonnieren wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht erwähne ich hier nochmal... Nein, das mache ich nicht. So, wir haben ja nicht viel geschafft, aber immerhin etwas. Unser Hungerproblem scheint so langsam im Griff zu sein. Und deswegen mache ich hier nochmal einen Zaun drum. So. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahmesession und zum nächsten Part. Bis dann.